Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem Video. Heute werde ich einfach nur ein paar Kisten öffnen, und zwar 4 Spektrum-Kisten in CSGO. Ich habe schon eine Idee für das nächste Video, also einfach dranbleiben, bleibt gespannt, aktiviert die Glocke, falls ihr keine Videos verpassen wollt. Ich würde sagen, wir labern gar nicht weiter drumherum. Wir fangen einfach direkt an. Ich habe 4 Spektrum-Kisten. Oder bin ich doof? Nein, habe ich hier. Also mindestens 4 Spektrum-Kisten, und ich habe mir auch gerade ein paar Schlüssel geholt. Und wir werden jetzt einfach mal die öffnen und schauen, was ich so da rausbekomme. Ich hoffe wenigstens ein paar gute Skins. Oh, der sieht gut aus. Der Desert Eagle Oxid Glass. Ja, sieht nicht schlecht aus. Er passt auf jeden Fall zu meiner M4, muss ich sagen. Er ist wahrscheinlich auch schon ziemlich abgenutzt. Passt zu meiner M4. Wo habe ich die? Hier. Also das ist meine M4. Die ist auch so bekritzelt in grün. Und hier ist ja auch ein bisschen drauf gekritzelt. Ich finde, das passt ganz gut. Und ich werde die auch direkt für beide Teams ausrüsten, auf jeden Fall. Wir öffnen auch eine weitere Spektrum-Kiste. Und hoffen, dass da noch etwas Nettes bei ist. Aha. Okay. Die sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, die ist sogar fabrikneu, oder? Oder ja, da sind 3-2 Kratzer. Könnt ihr die? Ja, fabrikneu, doch, tatsächlich. Sieht echt gut aus. Finde ich schön. So ein Herbstmuster. Ja, finde ich gut. Aber meine hat, glaube ich, Stat-Track drauf. Deswegen werde ich ihn nicht benutzen. Wir haben noch 2 Dinge offen. Ich hoffe, dass wir noch einen lilanen Gegenstand finden. Bekommen. Und wenn es geht natürlich ein Spezialgegenstand hier unten. Glaube ich aber eher nicht, aber wir werden es ja sehen. Ich hoffe, dass da irgendwas bei rumkommt. Ah nein, nicht schon wieder. Oh, Stat-Track diesmal. Aha, okay. Der ist aber nicht fabrikneu. Hier ist grün dabei. War bei dem anderen nicht, oder? Ist der Track doch tatsächlich fabrikneu? Aber habe ich das nicht gesehen? Nee, hier ist das nicht so grün, ne? Guck mal, hier ist das weniger grün als da. Aber hier ist der Track fabrikneu. Gucken, wie viel das wert ist. Wow, der ist eigentlich ziemlich was wert hier. Vielleicht packe ich den auf den Community-Markt. Mal schauen. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch einen Schlüssel und ich hoffe, dass wir da auch noch etwas Schönes rausbekommen. Ja. Wieder eine Desert Eagle Oxid Blast. Okay, Blaze. Okay. Na gut. Die ist aber, glaube ich, schon abgenutzt als die andere. Kampfspuren. Einsatz erprobt. Ja, ich glaube, Kampfspuren sind schlechter. Schade, dass wir jetzt zweimal einfach zwei selbe Skins bekommen haben. Also ich habe ganz nette Sachen dabei rausbekommen. Ich hätte mir natürlich was Besseres gewünscht, aber der XM Stat-Track Skin ist schon ganz geil. Und dass ich den auch noch zweimal in Fabrik neu gezogen habe, ist natürlich auch noch etwas Cooles. Auf jeden Fall war es das mit diesem Case Opening. Ganz kurz gehalten. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Unten in der Videobeschreibung ist mein Steam Handelslink. Falls ihr mir Skins schicken wollt, Cases, Schlüssel vielleicht sogar, dann kann ich diese Videos öfter machen. Und ich würde so dann sagen, sehen wir uns dann aber in den nächsten Videos. Bis dann. Haut rein. Ciao.